Ein Rotationskörper, ja, und ein recht schwieriger dazu. Der schaut auch schon kompliziert aus. Was ich als erstes natürlich gemacht habe, ist das Ganze eingezeichnet. Was dann noch in der Angabe mit drin steht, ist, dass es sich irgendwie um einen Axialschnitt eines oben offenen Gefäßes und um OM-Symmetrieachse. Müssen wir vielleicht erstmal wie immer kurz übersetzen. Also Axialschnitt heißt Schnitt durch die Mitte eines Körpers. Das heißt, das hier ist quasi ein Schnitt, ein 2D-Schnitt von einem 3D-Körper. Man muss sich vorstellen, dass das quasi hier rotiert und das oben rotiert und damit ein Rotationskörper entsteht. Und so nennt man diese Aufgaben. Also quasi hier, dieses A rennt hier einmal rum, genauso wie das F, und dadurch entsteht ein Gefäß. Symmetrieachse ist quasi Drehachse. Also stellt euch vor, wir würden diese Figur hier einen Stift entlang machen an OM, das ja die Drehachse ist, und würden diesen Stift dann ganz schnell bewegen, dann würde ein Körper entstehen. Ich habe es jetzt mal nicht als Video vorbereitet, wie man das Ganze dreht, weil das macht einfach keinen Sinn. Das funktioniert nicht, wenn ich das per Hand mache. Man muss es sich eben hier vorstellen. Das heißt, genau genommen wird aus diesem Dreieck, wenn man, also aus dem hier, wird dann ein Zylinder, Entschuldigung, ein Kegel, weil wir ja eine Spitze haben. Das hier oben wird quasi ein Zylinder. So, jetzt schauen wir uns die Aufgaben an. Zuerst soll man den Durchmesser des Gefäßbodens berechnen. Also der Gefäßboden ist ja dann hier. Das wäre also dann quasi die Strecke AB. Man kommt da natürlich nicht sofort drauf. Aber es sind hier Teilergebnisse gegeben und das ist in dem Fall Gold wert, weil die geben uns den Weg vor, wie wir da hinkommen. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, man könnte die Strecke AM hier berechnen mit Tangens von 48 Grad ist Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete wäre MS. Problem ist, MS können wir aber nicht berechnen. Diese Strecke haben wir nicht. Wir haben ja nur die Strecke MO. Also, es gibt aber nochmal ein Teilergebnis und zwar das SN. Irgendwie bringt uns das was, wenn wir die Strecke SN berechnen. So, was haben wir in diesem, was haben wir für ein Dreieck, wo SN gegeben ist? Wir haben doch hier ein rechtwinkliges Dreieck, da ist die Seite 1,8, aber sonst haben wir nichts. Ja, wenn man aber genau hinschaut, sind diese beiden Seiten hier parallel. Das heißt, wir haben hier Stufenwinkel. Der Winkel hier oben, da wo die 1 eigentlich gerade steht von dem 1,8, der ist 48 Grad. Das gilt an parallelen Geraden. Das heißt, wir haben in dem rechtwinkligen Dreieck den Winkel, die Ankathete, und gesucht ist die Gegenkathete SN. Also, Gegenkathete durch Ankathete ist der Tangens. Dann können wir nach SN auflösen, indem wir mal 1,8 auf beiden Seiten rechnen und wir haben die Strecke SN gleich 2. Moment, würden manche sagen, das hätten wir doch gleich von Anfang an ablesen können. Wenn das Ganze hier 4 ist, dann ist das die Hälfte. Problem ist, dass das in der Aufgabe nicht drin steht, dass S quasi der Mittelpunkt von ON ist. Also es ist nicht klar, dass diese Strecke SN 2 cm ist. Das muss man tatsächlich berechnen und das erkennt man auch an der Angabe. Irgendwie muss man auf diesen Wert rechnerisch kommen, nicht eben bloß durch 4 geteilt durch 2. So, jetzt habe ich die Strecke SN und jetzt müssen wir da irgendwie auf die Strecke SM kommen. Also die ganze sind 10 cm und dann weiß ich, dass diese Strecke 2 cm ist. Dann weiß ich doch auch, dass das da oben auch 2 cm sind. Ich habe das jetzt mal so aufgestellt. Ich nehme die 10 cm, ziehe davon die 4 cm ab, dann bin ich nämlich bei der Strecke MN und nehme dann wieder 2 cm dazu. Ich hätte es natürlich auch anders machen können. Ich hätte sagen können, ja, Moment mal, also wenn das Ganze hier 4 cm sind und die Strecke SN 2 cm, dann muss ich doch ein, müssen das da oben auch 2 cm sein und dann muss ich nur 10 minus 2 rechnen. Alles möglich, man muss halt irgendwie jetzt auf die Strecke SM gleich 8 cm kommen. So, und dann habe ich eigentlich alles. Wenn ich nämlich die Strecke SM habe, kann ich es wieder in diese Formel hier oben einsetzen und nach AM auflösen. Das heißt, AM wird hier rübergebracht mit mal und dann durch Tangens 48 geteilt und dann halte ich meine Strecke AM gleich 7,2 cm. Aufpassen, gesucht war der Durchmesser. Das heißt, ich muss das Ergebnis noch mal 2, 14,4 cm berechnen. 3 Punkte für eine Aufgabe, die schon ein bisschen schwer ist, aber man muss sich halt nach und nach neidenken und die Signalwörter erkennen. Bei der Aufgabe A22 wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger. Da soll man jetzt das Volumen des Wassers berechnen. Und zwar steht es bis 6 cm. Jetzt schauen wir mal. Die ganze Strecke hier sind 10 cm. Diese Strecke sind 4 cm, das heißt, die steht gerade bis zur Strecke FC. Das heißt, wir müssen das Volumen von dem hier berechnen. Ja, wie berechnet man das von, man nennt das einen Kegelstumpf. Das heißt, man hat nicht einen ganzen Kegel, sondern einen abgeschnittenen Kegel.
ist eigentlich relativ leicht. Man nimmt den gesamten Kegel und zieht davon den kleinen Kegel da oben ab. Dann hat man das Volumen von da drunter. Also V, Volumen gesamt. Deswegen haben sie es uns Gott sei Dank mit gestrichelten Linien einzeichnet. Minus das Volumen vom kleinen, also von dem hier oben. Und eigentlich haben wir da alle Angaben. Das Volumen gesamt ist nämlich ein Drittel mal die Grundfläche, also R² 7,2 Quadrat mal Pi. Und das Ganze mal die Höhe, nämlich 8. Aufpassen, dass es hier 8 Zentimeter sind. 6 plus 2. Das haben wir vorhin eigentlich schon festgestellt. Also die Höhe hier und das Volumen unten oder den Flächeninhalt unten. Das ist ja die Formel für einen Kegel. Das ist also das Volumen des gesamten Kegels. Und davon abziehen müssen wir das Volumen von dem kleinen Kegel. Da haben wir den Radius 1,8 und die Höhe von 2. Das heißt, wir nehmen dieselbe Formel, aber Radius 1,8 und für die Höhe 2 und das ziehen wir am Schluss voneinander ab und jetzt haben wir das Volumen eben von diesem, ja, Kegelstumpf, sagt man eben A, B, C, F, und wir sind fertig. Hört sich nach einer schwierigen Aufgabe an, aber wenn man sich hier ein bisschen neidenkt, dann klappt's. Bei der Aufgabe 2.3, die ist es tatsächlich doof. Da wird eine massive Eisenkugel mit dem Radius R 1,7 cm hineingelegt und jetzt sollen wir die Zunahme berechnen. Also das heißt, das Wasser stand bis hierher. Jetzt kommt so eine Eisenkugel und das schiebt es nach oben. Und wir sehen ja, das Gefäß ist jetzt quasi hier senkrecht nach oben. Das heißt, das, was wir hier oben haben, ist ein Zylinder, wenn das rotiert. Hier unten ist es klar, da war es ein Kegel. Jetzt haben wir einen Zylinder, weil es gerade nach oben geht, nicht mehr spitz zulaufend. Jetzt wird eine Kugel hier reingeschmissen und dann drückt das Wasser ja nach oben. Und zwar die Menge, wo das Volumen von der Kugel hatte. Das heißt, wir probieren jetzt erstmal das Volumen von der Kugel zu berechnen. Die Formel für das Volumen von der Kugel ist 4 Drittel mal R hoch 3 mal Pi. Den Radius von der Kugel haben wir. Von daher können wir das Volumen von der Kugel recht leicht berechnen. Jetzt gehen quasi 20,6 Kubikzentimeter hier oben in diesen Zylinder rein. Denn das Volumen von einem Zylinder ist R² mal Pi mal H. Ich weiß, was es für ein Volumen ist, nämlich das hier, 20,6 kommt rein. Ich weiß, was es für einen Radius hat, also kann ich die Höhe berechnen. 20,6, das Volumen von dem Zylinder bis dahin, also ich nehme halt einfach das Volumen von dem Zylinder bis dahin, ist gleich 1,8 Quadrat, nämlich der Radius zum Quadrat, mal Pi mal die Höhe. Jetzt teile ich durch 1,8 Quadrat und durch Pi oder bringt das Ganze in den Bruch und erhalte eben die Höhe von 2 cm. Das heißt, es wird genau da landen. Die Aufgabe, die ist echt schwer. Bin mal gespannt, wie viele Leute da überhaupt draufkommen sind bei dieser Abschlussprüfung zu der Zeit. Aber versucht es einfach nachzuvollziehen, was passiert, euch in die Aufgabe reinzuversetzen und vielleicht hört ihr mich einfach 2, 3 Mal an, damit ihr es auch wirklich verstanden habt. Wenn man das nämlich verstanden hat, kommt man auch leichter an die anderen Aufgaben ran.